Ohren. Ein Podcast mit Shelly und Christian. Heute? Shelly und Christiane stellen ihre Lieblinge vor. Guten Morgen! Hi! Na? Schon ausgeschlafen? Nun ja, wie soll ich sagen, abgebrochen. Warum? Naja, weil du gesagt hast, wir nehmen Podcast auf. Ach so, ich dachte, weil die schon wieder so früh bei dir an der Tür geklingelt haben. Nein. Also. Wie nein? Einfach wegen mir? Ja. Für mich stehst du so früh auf? Quasi. Boah, für unsere klasse. Zuhörer, damit wir Podcast aufnehmen können. Genau. Voll gut. Ich freue mich. Ich freue mich auch immer noch in Zoom, weil, also aus Gründen, genau, gesehen haben wir uns ja mittlerweile, du am einen Ende vom Esstisch und ich am anderen Ende vom Esstisch, aber wir können nicht in ein Mikro sabbeln. Nee. Darum Podcast in Zoom. Ich finde Podcast in Zoom auch ganz gut machbar. Mhm. Vor allen Dingen sind wir zeitnah. Ah, du meinst, wir nehmen nicht schon 25 Podcasts auf und stellen dann fest, ups, Corona? Ja, ja, on stage, online, on tour. Juhu, Wien war super. Ich kann das immer nur wiederholen. Also, wer nicht weiß, wovon wir reden, spult mal ein paar Folgen zurück. In den Januar, Februar, März, da merkt ihr, dass wir überhaupt nicht merken, was Corona anders dreht. Ja, aber wir sind tatsächlich ziemlich aktuell. In einer Woche geht dieser Podcast schon online. Ja, und ich freue mich drauf. Können wir ganz offiziell über unser neues Thema sprechen. Die Lieblinge aus dem neuen Katalog. Ja, Lieblinge bitte auch in Mehrzahl, weil... Also auf einen könnte ich mich da gar nicht beschränken. Nee, aber wir hatten tatsächlich uns vorgenommen, als wir die Themen überlegt haben, unser Liebling aus dem neuen Katalog. Aha, was interessiert mich mein Geschwätz von ja. Wann auch immer das war. Bei dem Katalog geht nicht Liebling. Ich habe eine ganz liebevolle Aussage dazu bekommen. Also der letzte Katalog, Jahreskatalog, der war ja ganz nett. Aber der hier ist böse. Ja, das war auch. Liebling geht nur, wenn du mir ein dreiseitiges Formular gibst. Da geht ein Liebling, glaube ich. Aber bei 200 Seiten geballten Sachen finde ich das schon schwierig, mich auf eins zu beschränken. Nee, ich kann das auch nicht. Aber ich habe eins, was es im letzten Jahreskatalog gab, was übernommen wurde. Da habe ich mich auf eins beschränkt. Ja. Wobei ich mich da auf eins beschränkt habe, was es aus dem Mini-Januar-Juni geschafft hat. Mhm. Aus dem Eins. Mini-Eins. Er Mini heißt eins. Bei mir nur noch Eins. Für die erste Jahreshälfte? Richtig. Das ist also Januar-Juni und wir dampfen ja noch ein bisschen mehr an unseren Katalogzeiträumen rum. Das nennt sich nächstes Jahr noch anders und das ist also... Eins und zwei. Also, aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Der heißt nicht mehr so. Ihr merkt schon, wir müssen uns auch noch irgendwo daran gewöhnen, dass hier alles ein bisschen anders läuft. Richtig. Was hast du dir denn ausgesucht aus dem Mini-1? Aus dem Mini-1 habe ich mich unglaublich darüber gefreut, dass die Mohnblüten übernommen worden sind. Ja. Wenn ihr meint... Hast du ja auch schon geherzt und geliebt, als sie da neu waren. Ich wollte gerade sagen, als wer meine Livestreams auf Facebook verfolgt, montagsabends, gleich nach dem Montagsschnack bei Christiane. Ja.
Der hat sicherlich gesehen, dass ich die Mohnblüten rauf, runter, links, rechts und gefühlt auch in allen möglichen Farben verwendet habe. Wobei ich bin immer wieder bei Poppy Parade, Blutorange, Dankeschön, gelandet. Ja, das wäre auch meine nächste Frage. Ist dein blutorange Stempelkissen, könntest du langsam mal nachfüllen? Das hat in der Mitte so ein bisschen Ja, ich muss mal gucken, ob ich einen Nachfüller habe. Ansonsten musst du mal mit deinem Kissen in den Katalog wandern und da gibt es nämlich einen Nachfüller zu bestellen. Ja, genau. Hier. Wir sitzen ja Gott sei Dank an der Quelle. Das muss auch mal Vorteile haben. Ja, auf jeden neben, Fall. Neben, es gibt hier 2 Wochen nur Toastbrot. Bei mir geht's Spiegelei. Oh, dann tun wir uns zusammen. Dann gibt es Toastbrot mit Spiegelei. Teilweise auch mit Rührei. Ja, sehr gut. Also für die Alternative, ne, soll ja nicht langweilig werden. Genau. Du könntest auch mal dir den Luxus gönnen und dann zwischendurch mal so ein Körner-Toastbrot kaufen. Da hast weiß du nicht, ob das finanziell passt. Tief in die Tasche gegriffen. Ich backe einfach weiterhin selber. Ja, das ist gut. Mhm. Das ist auch eine Option, das finde ich gut. Aber ich mache nicht Eier selber. Also. Wie sieht denn das aus? Nee, möchte ich nicht. Ich glaube, wir sollten zurück zum Thema kommen. Ja, also. Was ist denn dein liebstes übernommenes Set? Ich bin ja also ein Fan von Maritim, weil ich Maritim küste und so. Ist zumindest nicht mehr weit. Und mein maritimes Set, ich war ja eigentlich froh, dass sie alles übernommen haben an maritimen Sets, die wir so hatten. Bis auf Unterwasser. Also ist aber nicht maritim in meinen Augen. Aber mein absolutes Favorite ist mehr mit Mehrwert. Das ist das Set mit dem Seepferdchen. Ja, das ist auch toll. Und dem Sand. Und Muscheln. Und schöne Sprüche. Ja, da freue ich mich sehr. Ich habe auch tatsächlich ja für Catch the Sketch damit wieder gebastelt. Eine der nächsten Sketche, Catch the Sketch Herausforderungen, Challenges, hat ein Beispiel von mir wieder mit dem Set mit Mehrwert. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Das ist doch gut. Das ist total schön. Ja. Am liebsten würde ich alle Catch the Sketch Challenges mit Mehrwert basteln. Das Problem ist nur, wir haben ja Challenges, wo wir bestimmte Dinge vorgeben, wie zum Beispiel 1 aus 3. Ich glaub, nein, wir werden nicht durch, dass ich immer Mehrwert dabei habe. Nein! Aber sonst kannst du das immer benutzen. Herzlich gerne. Ja. Was man alles macht. Bei den 1 aus 3 Challenges, da nicht. Ja, habe ich verstanden. Ich kann ja auch nicht immer mit meinen Lieblingsfarben basteln. Stimmt. Ansonsten wäre es nur noch grün. Nein. Doch. Nein. Doch. Es ist ja nicht farb und blau. Nee, es ist Amethyst und Granit und Blutorange, vielleicht nicht gerade in der Kombination. Du weißt, dass heute Montag ist, ne? Heute ist Montag? Ja. Ja, heute Abend bist du dran. Und wenn ich heute Abend ein Grün sehe, dann schalte ich aus. So. Okay. Aber ich wollte doch aus dem neuen Jahreskatalog mit dem grünen Set arbeiten. Ja, das ist prima. Dann habe ich ja einfach Feierabend, wenn ich fertig bin mit meinem Livestream und kann mich auf die Couch legen. Du kannst dich auch mit mir auf die Couch legen? Nö. Also ich sag euch, das ist ganz schön schwierig mit Christiane manchmal. Nur weil die so eine Grünaversion hat. Also ich verstehe das nicht. Doch, verstehst du sehr wohl. Vielleicht sollte ich euch jetzt erklären, dass jedes Mal, wenn in Zoom einer spricht, der Rahmen um das Bild grün wird. Ja. Deswegen rede ich so viel, weil dann muss ich mir den Rahmen um dein Bild nicht angucken. Ah ja. Tja. Nun ja. Was? Aber wir sind uns auch einig, haben wir festgestellt. Ja.
unser Lieblingsproduktpaket aus dem neuen Katalog. Ist nämlich gleich. Wie sollte es anders sein? Mhm. Also bei dem Paket auf jeden Fall. Ja. Und es ist einfach ein unschlagbarer Preis, wenn ich das mal dazu sagen darf. Oh ja. So da war viele tolle Buchstaben. Da war ich wirklich schwer begeistert, als ich den Preis gesehen habe. Gerade wenn ihr euch an die alten Preise von unseren etwas größeren Buchstaben erinnert oder auch an die, hieß das Lined-Alphabet? Mhm. Da brauchen wir über die Framelits nicht reden. Das, also die Stanzformen. Nee, damals waren es noch Framelits. Jetzt sind es Stanzformen. Aber das war einfach, sind doch mal ehrlich, klar. Wenn du Stampin' Up! Demonstrator oder Demonstratorin bist, wie soll ich das sagen? Und das Ganze nicht nur aus Hobby machst, sondern wie Christiane und ich auch, einfach um ein bisschen mehr Freude in die Welt zu bringen und vielleicht auch ein bisschen Geld damit zu verdienen, kann man ja ganz offen und ehrlich sagen, weil wir machen das ja hier nicht nur zum Spaß. Ach so. Also. Ach so. Entschuldigung, dass mir das auch noch Spaß macht. Wie doof. Das ist doch ideal. Wie war das? Wenn du einen Beruf hast, der dir Spaß macht, gehst du keinen Tag in deinem Leben mehr arbeiten. Richtig. Ja. Auf jeden Fall waren diese ganzen anderen Framelits halt vom Preis her immer, wo ich mir so dachte, ja, die sehen toll aus. Aber ich als reiner Kunde würde wahrscheinlich sagen, nee, das ist mir zu teuer. Mhm. Aber die jetzigen, Hammer. Die gehen total gut. Hammer. Wollen wir es auch verraten oder behalten können wir es jetzt für uns? Nein, wir verraten das. Verrat uns doch mal eine Katalogseite. 178, das ist nämlich die Seite, auf der die Sets mit den Schanzformen sind. Und dann was noch gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass der Katalog noch so neu ist. Da sind die Seiten noch so glatt. Wenn man aus dem alten Jahreskatalog einen neuen Jahreskatalog anfängt, dann ist das Blättern noch so schwierig. Wie ein neues Kartenspiel. Genau, ja. Denn das Produktpaket mit den tollen Buchstaben kostet nur 54 Euro. Ein Produktpaket bedeutet, es gibt auch ein passendes Stempelset dazu. Ja. Leider nicht mit Buchstaben, aber das finde ich nicht schlimm. Ja, die Buchstaben sind auch schon so filigran, will ich nicht sagen, aber so deutlich, dass man sie, glaube ich, nicht stempeln muss. Ja. Bei den Großen sah das teilweise wirklich gut aus. Die sahen auch nur als Framelit gut aus, aber da sah es auch mal gut aus, wenn es gestempelt war. Aber diese hier stempeln, fände ich jetzt tatsächlich schwierig. Was ich an den Buchstaben so toll finde, ist, dass man sie problemlos auf Karten benutzen kann. Ja. Dafür waren unsere großen Buchstaben einfach zu groß. Ja, genau. Kannst du mal ein ordentliches Wort auf eine Karte bringen, das nicht nur Danke oder Hi heißt? Ja, wenn man so einen langen Namen hat wie du oder ich. Ja, genau. Dann ist man schon gekniffen, wenn man da noch eine Karte mitbauen möchte. Ja. Hm. Da kannst du dann nur noch mit Initialen arbeiten. Ja, eben. Das ist auch sehr, sehr gut. Ich habe sogar das Wort Stempelpalast auf eine Karte gekriegt. Ja, guck mal. Ja, also da kann ich mit Christiane noch einpacken. Das Wort Stempelpalast, pass auf. Ja, das, da waren wir uns tatsächlich einig in unserer Recherche, hätte ich bald gesagt, nein, in unserem Vorabgespräch, was denn wir heute so erzählen wollen. Mhm. Das ist einfach ein ganz tolles Paket. Und weißt du, was da total gut zu passt? Na? Die Schaumstoffbögen, also die ja. Dimensionals am Stück. Die haben die Größe von, also so ein Schaumstoffbogen hat die Größe von so einem Bogen Dimensionals, aber im Gegensatz zu den Dimensionals ist der halt nicht vorgeschnitten, sondern ihr könnt einfach ein Stück Farbkarton aufkleben oder Designerpapier aufkleben und könnt dann die Buchstaben
ausstanzen mit der neuen Prägemaschine und Stanzmaschine. Oder mit jeder anderen Stanz- und Prägemaschine, die ihr so habt. Genau. Und ihr habt dann eben schon direkt diese höheren Buchstaben, die man irgendwo draufkleben kann, ohne dass man damit 27 Dimensionals rumfriemeln muss. Das war ja spaßig. Die Mini-Dimensionals halbieren. Wie häufig hast du das getan? Hör bloß auf. Oh. Falsches das war, Thema. Das war die Zeit, als ich angefangen habe, mit der Pinzette zu arbeiten. Ja, und was dann noch dazu kommt, sind diese doppelseitigen Klebebögen, die dann einfach euch ermöglichen, ja, alles Filigrane, was man so ausstanzen kann, aufzukleben. Wo man dann nicht mehr mit einem Präzisionskleber rumeiern muss. Ja, da bin ich auch sehr froh, dass sie wieder da sind. Ja. Wir hatten sie ja schon mal, mussten uns von denen leider trennen. Aber ich glaube, sie sind einfach, sie mussten mitgehen, weil andere Dinge oder... Ja, weil wir uns von der Firma getrennt haben. Genau. Und das war eins der schönen Projekte der Firma oder Produkte der Firma. Und umso fröhlicher bin ich, dass wir das jetzt selber können und dass wir jetzt die Folien wieder haben. Ja. Ja, die sind wirklich großartig und zwar egal für welche Stanzform im Endeffekt. Also bei den Buchstaben finde ich es einfach total klasse, weil du da, wie hast du das so schön ausgedrückt, so wenig Verschnitt hast. Ja. Das genau. Heißt, du stanzt nicht irgendwie ein Teil aus und schmeißt dann drei Viertel von dem Hinterklebten weg, sondern du hast halt wirklich bei den Buchstaben eine große Fläche, die du auch benutzt. Genau. Du hattest mir ja, als ich bei dir war und wir gemeinsam gebastelt haben, angeboten, ich könnte für den Globushalter. Genau. Und das fand ich einfach so too much weggeschmissen für ein bisschen nur benutzt. Ja. Ach, entschuldige, ich blätter nebenbei schon wieder. Ich bin immer noch mega verliebt in unseren Katalog. Ja. Hast du denn eigentlich auch ein Lieblingsdesignerpapier? Ja, auf jeden Fall. Hör mal. Blütenrosa, Anthrazit und Schiefergrau. Was soll ich sagen? Pfingstrosenpoesie, ne? Also, das ja. Ist schon tatsächlich. Ist auch nicht Schiefergrau. Ich habe Schiefergrau gesagt, ne? Ist Granit. Ist nicht Schiefergrau. Anthrazit, Blütenrosa und Granit. Ist ja einfach meine Farbkombine. Schon ewig mit gebastelt, noch bevor das Papier da war. Ja. Und bei dir so? Oh, ich bin da. Papier haben wir leider nicht mitgekriegt. Nein. Müssen wir selber stempeln. Ja. Aber mein absoluter Liebling, was Designerpapier angeht, ist ganz mein Geschmack. Mhm. Weil du diese vielen tollen fotorealistischen Holzdekore hast. Ich liebe Holzdesignerpapier. Also da kann ich auch nicht genug von haben. Und es ist groß. Es ist 12 mal 12 Zoll. Also ja. 30,5 mal 30,5. Wir hatten ja schon mal ein anderes Holzdesignerpapier. Aber das waren halt nur die kleinen Blätter. Ja. Und die großen finde ich total toll. Also ihr werdet die bei mir bei den Produkten nicht unbedingt auf dem Produkt finden, sondern ganz oft auch dahinter als Fotohintergrund. Weil ich dies einfach, ich finde, das macht so unglaublich viel her, dieses Papier. Entschuldige bitte, ich könnte mich gerade einfach beömmeln und ich muss das einfach gerade mal loswerden. Wir sitzen ja in Zoom, wir können uns sehen und sie sitzt vor einer Steinmauer und sagt, die Holzdinger sind so toll. Es gibt aber genauso eben auch Steinhintergründe und Marmorhintergründe. Ja. Habe ich dir mal von dieser Tapete erzählt? Entschuldigung, ich glaube, wir schweifen kurz ab, aber ich hoffe, ihr überlebt das. Ja, das ist ja eh ein Quassel-Podcast hier. Genau. Also diese tolle Tapete, die in meinem Hintergrund hier gerade sichtbar ist,
Die haben mein Mann und ich ausgesucht, nachdem wir hier 2017 aufgrund von Schimmelbefall eine große Maßnahme in unserer Wohnung machen mussten. Ja, es ist zwei Sätze dazu. Es ist ein baulicher Fehler gewesen. Bei uns sind die Außenwände aus zwei unterschiedlichen Steinarten gemacht. Und zwar hast du einmal Hohlwandsteine bis kurz unter die Decke. Mhm. Und da, wo dann die Zwischendecke nach oben aufgelegt ist, haben die Kalksandstein verbaut, weil der schmaler war, damit die Decke eine bessere Auflage hat. Was aber nicht bedacht wurde, ist die Tatsache, dass Kalksandstein und Hohlwandsteine einen unterschiedlichen Taupunkt haben. Und so hattest du hier im Winter in den Ecken immer Schimmel. Und zwar im Endeffekt auf unserer gesamten Etage. Ach, herrje. Das war aber schon von Anfang an immer ein Problem. Früher hatten wir hier Einfachverglasung, als das Haus gebaut wurde, Ende der 60er. Da war es ein bisschen ein Problem. Dann sind irgendwann doppelverglaste Fenster reingekommen. Da war es schon ein bisschen mehr ein Problem. Und als wir vor 7 Jahren hier eingezogen sind, sind hier dreifach verglaste Fenster reingekommen und die Rollladenkästen sind abgedichtet worden. Und dann hattest du im Winter ein großes Spaß. Problem. Ein großes Problem. Ja, also das ist wirklich so gewesen, dass du, wir haben hier durchgeheizt. Wir haben unsere Räume konstant auf 21 Grad gehalten. Und wir hatten dann irgendwann mal jemand hier, also ein Fachmann hier von der Firma. Darf ich da Werbung machen? Meinetwegen. Das, die Firma hast du ja Isotec. Selbst bezahlt. Genau, habe ich selbst bezahlt. War auch nicht günstig, die Firma Isotec. Und die haben sich darauf spezialisiert, eben solche baulichen Fehler mit Calcium-Silikatplatten, die agieren wie ein Schwamm, zu beheben. Mhm. Ja, das ist hier vor 7 Jahren passiert. Oder nein, Quatsch, vor 3 Jahren passiert. Mhm. Und wir hatten hier vorher ein grünes Holzdekor tatsächlich. Bis auf die Höhe von 1,20. Und oben drüber eine cremefarbene Tapete mit kleinen rosa Blüten. Meine Tochter hat es immer liebevoll das Oma-Zimmer genannt. Ja, ich liebe dich, Kara. Und ihre ganzen Freunde fanden das total schön, weil es halt so Landhausstil war. Und das war so mein kleines Wunschzimmer. Naja. Und dann kam halt eben diese Renovierungsmaßnahme, wo wir auf alle Außenwände 30 bzw. 50 mm dicke Calcium-Silikatplatten bekommen haben. Und wir haben die Wandfarbe extra passend zu dieser Tapete ausgesucht. Und beim Abkleben hat sich dann die Papiertapete leider verabschiedet. So, dass wir dann hier mit so einer dreiviertel kaputten Papiertapete eine Weile saßen, weil mein Mann und ich uns irgendwie nicht einig wurden, was wir jetzt gerne an der Wand hätten. Ja. Kannst dir vorstellen, du kennst uns ja beide. Ja. Hm. So, diese anthrazitgraue Steinmauer hinter mir ist das Ergebnis folgender Suchanfrage im Tapetenladen. Wir gehen da rein, um uns rote Streifentapete auszusuchen, ja? Natürlich. Wir hatten also ein ganz klares Bild von roten Blockstreifen in irgendeiner Form, auch mit so einem Cremeton mit drin und allem, und wiedergekommen sind wir mit grauer Steintapete, also so Basalt, nee. Granit? Schiefer. Schiefer kommt, glaube ich, am ehesten hin. Ja, Schiefer hatte ich vorhin auch schon mal überlegt, ja. Hm? Mhm. Ja, und ich so, das ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber ich fand es so nett und ich bin total begeistert inzwischen. Ja. Ja, also auch das ist ein Hintergrund, den ich mir durchaus auch für Fotos immer mal schon mal wieder zur Hilfe genommen habe. Also ältere Fotos von mir seht ihr tatsächlich auch auf dieser Tapete. Mhm. Und ich bin einfach so begeistert, dass wir jetzt ein Designerpapier haben, was uns so viele unterschiedliche Farben eben auch liefert. Aber auch basteln damit. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe auch schon mal sicherheitshalber 2 Pakete.
Sehr gut, ich bin gespannt. Ja. Ich habe natürlich auch das bestellt und hatte jetzt ein paar Mal schon ein irgendwas in der Hand, also ein Blümchen oder so, und wollte das da dran halten und denken, welcher Hintergrund passt denn? Und musste enttäuscht feststellen, dass das irgendwie nicht so passt. Also nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Nee, genau. Ich finde es nach wie vor super schön, aber ich habe für mich noch nicht so richtig Zugang gefunden. Ah, es ist also ein Streichel. Ja, Designerpapier. Ich kann meins streicheln. Sehr gut. Hast du denn auch ein Stempelset, was du toll findest, um mal hier wieder zurück zum Thema zu kommen? Ein neues Stempelset? Darf ich auch eine Produktreihe nehmen? Bestimmt. Meine neue Lieblingsproduktreihe ist Welt der Abenteuer. Ja. Sehr gut. Das ist so, ja, es ist der absolute Eyecatcher im Katalog mit messingfarbenem Glanzpapier, mit einem wunderschönen Designerpapier, mit Messingakzenten, die alten Weltkugeln, Dichtstandsformen. Ich bin einfach nur begeistert. Du hattest ja auch schon damit gebastelt, als du hier warst. Mhm. Ich bin ja auch ein, naja, Weltenbummler ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weil mal abgesehen von einer Reise nach Tunesien, als ich, weiß ich nicht, 14 war und warte, die einmal, Welt eher noch auf dich, sagst du? Einmal nach Fuerteventura bin ich aus Europa eigentlich nicht so rausgekommen. Und wenn man jetzt noch ganz ehrlich ist, von Europa habe ich Großbritannien gesehen. Holland. Die Niederlande, Frankreich, aber auch nur Nordfrankreich, Griechenland, Italien. Ja, läuft doch. Und ich behaupte, das war's schon. Eigentlich wollten wir dieses Jahr nach Norwegen fahren. Hm, ich erinnere mich dunkel. Und da wäre natürlich diese Produktreihe einfach mal der Hammer gewesen. Mhm. Für unser Norwegen-Album. Tja, was soll ich sagen? Lass mich mal kurz auf den Parkplatz gucken. Mhm. Da fehlt noch ein Gefährt. Ja, und Norwegen ist dieses Jahr vielleicht auch nicht die tollste Idee. Nee, nicht so richtig. Aber über Urlaub sprechen wir ja auch noch bald. Genau, wir spoilern einfach. Der Podcast für August dreht sich um das Thema Urlaub. Oder nicht? Oder? Also... Ihr werdet schon sehen. Ich hoffe einfach auch, dass wir, bis wir den Podcast für August aufnehmen, ein bisschen mehr wissen zum Thema Urlaub. Ja. Mal gucken. Ich finde es ja von Tag zu Tag sehr schwierig, im Moment einzuschätzen, was man hier so weiß und nicht weiß. Und, ja. Ich meine, Nordrhein-Westfalen oder gerade eben auch die Ecke, wo wir wohnen, ja, wir wissen noch nicht mal, ob wir nächste Woche noch raus dürfen. Gut, dass ich wieder weg bin. Meine App ist übrigens immer noch grün. Ich hatte keinen Kontakt bis heute. Lass mich gucken. Also, ich gucke. Meine App ist auch noch grün. Siehst du? Total gut. Keine Risikobegegnung. Habt ihr die App eigentlich auch installiert? Solltet ihr auf jeden Fall tun. Tut nicht weh. Kaffee! Kaffee! Ich krieg schade. Nee, das ist Kaffee aus. Das ist auch zu weit weg, bis der hier ist. Ist der kalt? Und was soll ich sagen? Der Otter friert, ja. Das ist ja... schade. Gut, dann hat irgendwas die Kaffeemaschine ja jetzt Mittagspause. Ich hab's verstanden. Kein aber weißt du, was mir... Flat White für Christiane. Flat White für Christiane gibt's, wenn Christiane wieder hier ist. Ja, und wann genau ist das? Nächste Woche? Nein. Doch, dann kommst du hier hin und dann bist du im Lockdown und dann kommst du einfach nicht wieder weg. Der war gut. Ich finde den richtig gut. Nein, ich finde den gerade gar nicht gut, weil ich, nun ja, wie soll ich sagen, mich um Ausgrün. Mein Zimmer kümmern muss.
Na gut. Ja. Aber du bist hier. Ja. Aber ich bringe die Kaffeemaschine nicht mit. Und in September. Findet das eigentlich statt? Ich muss mich noch kümmern. Ich hoffe. Ja, und wenn nicht, kommen wir einfach so. Genau. Voll der Plan. Ja. Dann machen wir Bremen unsicher. Ja. Und die Nordsee. Juhu! Genau. Ja. Bei dem Produktset ist ja nicht nur ein tolles Stempelset und ein tolles Designerpapier und tolle Stanzformen dabei, sondern auch eine Prägeform für altes Papier. Ja, die ist voll schön. Ja. Aber die Karten aus Erinnerungen und mehr, die sind auch total schön. Oh, die sind auch toll. Und da sind so tolle Aufkleber in den Karten. Sie sollen ja nicht spoilern, ne? Nein. Aber ich würd Catch the Sketch mir angucken. Ja. Irgendwann, jetzt so also, in den nächsten. Also schadet nicht. In Bälde. Ich dachte, das ist schon. Weil jetzt können wir es ja erzählen. Was denn? Wir haben tatsächlich mal vorgearbeitet. Ja, hör mal, also wenn wir sonst schon nichts machen können, als aus zwei Enden vom Esstisch zu sitzen, können wir wenigstens basteln. Hm. Das haben wir getan. Das war schön. Ja. Endlich mal wieder. Also das ist etwas, was mir in dieser Zeit auch tatsächlich am allermeisten fehlt. Das gemeinsame Basteln, die Workshops. Hm. Das fehlt mir wirklich. Ja. Das ist so. Tatsächlich, ja. Aber der Schutz geht immer noch vor. Ja. Und auch wenn wir wieder wenn die Geschäfte wieder aufmachen und hier und da wieder essen gehen oder sowas funktioniert. Autokino finde ich übrigens eins der tollen Dinge, die sich entwickelt haben. Ja, und ich habe es leider immer noch nicht geschafft, in ein Autokino zu kommen. Ja, aber ich möchte so gern. Ich hatte Anfang des Monats mal geguckt, aber da gefielen mir tatsächlich die Filme nicht. Also hier läuft ja jeden Tag ein anderer Film im Autokino und der Juni war noch nicht so erquickend. Ich gucke dann im Juli nochmal. Wobei, bei 38 Grad im Auto sitzen. Aber ich habe entdeckt, die fangen erst spät an. Wahrscheinlich, weil es dann dunkler ist und man auch das sieht. Da habe ich ja dann eine Chance, dass es draußen noch nicht mehr 38 Grad sind. Nee, sondern nur noch 35,5. Genau. Und dann bin ich gespannt, ob ich im Juli ins Autokino fahre. Vielleicht fahren wir auch im August ins Autokino. Ja, könnten wir auch. Wenn ich da bin. Mhm. Warum auch nicht? Das also eigentlich, ja, gucken wir mal. Wenn was Gutes läuft, ne? Genau. Und sonst müssen wir weiter basteln. Das schadet auch nicht. Mit meinem neuen tollen Stempelset. Mit welchem? Ich habe einen neuen Lover. Also. Was? Was? Ich hab, ja, du erfährst hier nichts. Hab mich frisch verliebt. Du bist verliebt? Ja. Deswegen die Herzchenaugen. Ja. Die war ganz komisch, als die hier war. Ja. Also, als ich damit gebastelt habe, war für mich die Welt in Ordnung. Es gibt nämlich ein Set. Eigentlich ist das ganz unscheinbar, weil das so ein bisschen versteckt ist. Eigentlich ist es nämlich ein Komplettset. Mit Karten und mit Aufklebern und mit Tingel und Tüdel und so. Aber das Stempelset kannst du einzeln kaufen. Ich suche gerade noch mal die Seite 8 im Katalog. Da gibt es nämlich normalerweise Zubehör für 16 Karten. Das ist ein Projektset Traumblüten. Das ist das Projektset in Amethyst, Brombeermus, Flieder, Heideblüte, Kirschblüte, Lindgrün, Minzmakrone, Tannengrün und Weiß. Und das Stempelset dazu kann man einzeln kaufen. Und das habe ich getan. Und das heißt Traumblüten. Und das ist so schön. Ich will nicht quietschen. Also. Warum nicht? Quietsch doch mal ein bisschen. Nein. So schön. Ja, bitte. Ja. Aber das Projektset ist auch toll. Ja. Das habe ich aber tatsächlich noch nicht bestellt. Das muss ich noch tun. Ja,
Aber ich wollte erst das Stempelset. Ganz schnell und ganz dringend, weil ich habe mich nämlich erst für das andere Produktmedley von diesem Boho Indigo entschieden. Das ist diese blaue Variante. Das ist auch toll. Genau, also geht ja auch nicht alles auf einmal. Und darum hatte ich also gesagt, gut, ich nehme erst die Blume, weil man die einzeln kaufen kann. Das Stempelset Traumblüten. Und dann kaufe ich mir das Projektset nochmal hinterher. Und aber darf ich dir was verraten? Das Medley gekauft. Na? Die Stempelkissen, die du verwendest, wenn du dieses Projektpaket nimmst, müssten alles deine Farben sein. Ja, stimmt. Bis auf Tannengrün. Nein, die zu verwendenden Stempelkissen sind Amethyst, Brombeermus, Heideblüte und Kirschblüte. Ja, wenn man dem Vorschlag folgt, da. Mhm. Ja, das Stempelkissen, das Stempelset jetzt schon benutzt mit anderen Farben. Das sah auch toll aus, aber ich wollte jetzt nur so, weil das sieht einfach, ja. Das könnte ich mir auch bei dir gut vorstellen, die Farbkombi. Ja, das stimmt. Aber jetzt habe ich ja aus Gründen andere Farben benutzt. Mhm. Wir wollen ja nicht spoilern, ne? Nein. Also nicht noch mehr. Ja, und ganz schnell noch, eins möchte ich noch hinterherwerfen. Ich habe mich mega verliebt in eine Schrift. Aha. Es gibt ein Stempelset, das hat eine Schrift, in die ich mich so verliebt habe. Und das sind zauberhafte Grüße. Die Schreibschrift in zauberhafte Grüße ist einfach schön. Manchmal haben wir ja so Gekrickel und manchmal haben wir so Kinderschrift. Und die Schreibschrift in zauberhafte Grüße ist einfach... Und es hat eine Einladung drin. Ja. So schön. Ja. Da freue ich mich sehr. Und auch das ist ein tolles Produktpaket, weil es dann nämlich diese Anhänger nach Wahlstanze gibt. Ja. Also allerliebste Anhänger heißt die Stanze, aber ihr habt 6 Möglichkeiten, wie breit eure Anhänger sind und welche Enden sie haben. Das finde ich toll. Ja, das ist so. Also ihr merkt, wir sind mega verliebt. Wir quietschen das nächste Jahr nur so vor uns hin. Genau. Und dann hört uns keiner mehr zu, weil wir viel zu laut rumquietschen. Weißt du, was das Schlimme ist? Morgen Abend können wir noch weiter quietschen. Ja, wir. Die anderen wissen vielleicht schon, warum wir morgen Abend gequietscht haben werden. Genau, gequietscht werden haben, weil morgen Abend ist Mini-2-Time. Für uns Demos. Das heißt, wenn ihr das hier hört, kennen wir schon den Mini-Katalog für die zweite Jahreshälfte. Ja! Ich bin total gespannt, ob wir Weihnachten mit Schneemännern arbeiten oder ob wir Weihnachten mit Hexenhäuschen arbeiten oder ob wir Weihnachten mit Tannenbäumen arbeiten. Womit wir definitiv arbeiten können, ist Tannen und Karos, weil das ist übernommen in den Jahreskatalog. Ja, darf ich dir mal ganz kurz dazwischen grätschen? Na? Noch sind wir, noch liegt Weihnachten weit näher hinter uns, als es vor uns liegt. Das ändert sich erst in 2 Tagen, mein Schatz. Ja, also, aber du weißt ja, dass ich im Dezember traditionell nicht für Stamping Up arbeite und somit habe ich also 1 Monat Vorsprung, weil meins muss am 30. November stehen. Stimmt. Also kannst du also auch schon mit Weihnachten anfangen. Nicht wahr? Die erste Weihnachtskarte habe ich übrigens schon fertig. Ja, ich auch. Voll gut. Wie kommt das denn los? Vernünftig vorarbeiten heißt dieses Jahr mal angesagt. Der Versuch. Ja, 1 haben wir schon. Aber jetzt machen wir erstmal Urlaub. Achso, ich dachte, wir unterhalten uns noch ein bisschen. Tun wir das? Weiß nicht. Worüber unterhalten wir uns? Wir unterhalten uns darüber, dass wir ganz, 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 ganz bald neue Stands- und Prägemaschinen bekommen. Quasi ein Geburtstagsgeschenk. Für dich. Ja. Die große Stanz- und Prägemaschine wird nämlich ab September erhältlich sein. Und bei der kleinen Stanz- und Prägemaschine erhoffen wir uns, dass sie noch vor Weihnachten kommt. Ein Weihnachtsgeschenk. Auf
die Kleine freue ich mich tatsächlich besonders. Also ich finde die Große auch total toll. Die Kleine ist aber etwas, was man auch wirklich mal schnell mitnehmen kann. Und wenn ihr im Katalog mal schaut, dann steht immer dabei, ob eure Stands- und Prägeformen für die kleine Maschine geeignet sind. Und es sind unglaublich viele Formen für die kleine Maschine geeignet. Praktisch. Sehr. Da muss man nicht immer gleich einen halben Tisch abräumen, wenn man mal die Maschine hochholt. Und es wird eine Magnetplatte dazu geben, ja, die komplett magnetisch ist und nicht nur punktuell. Also keine hüpfenden kleinen Buchstaben mehr. Gott sei Dank. Das hat einen ja manchmal schon wahnsinnig gemacht, wenn man das an einer bestimmten Stelle haben musste. Genau. Und dann spuckte das da immer weg, weil das nur punktuell magnetisch war. Also man konnte das ja irgendwie auch, indem man das Stück ein Stück weiter schiebt, aber in seltenen Fällen war das einfach nur noch mit Washi-Tape zu lösen, weil dann musste das genau da liegen, weil das Stück so groß war und nun ja. Ja. Ach ja, das wird gut. Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Doch, wir haben eine tolle Zeit vor uns. Trotz, dass es schwierig ist an der einen oder anderen Stelle und wir ja eben, also nicht nur privat, sondern auch in der Firma Corona-Auswirkungen spüren. Ich würde aber einfach sagen, wer hat das nicht? Also es ist keiner gefeit, es sind alle betroffen, es müssen alle irgendwie einen neuen Weg für sich finden. Und ich finde auch, es hat uns zusammenwachsen lassen. Das auf jeden Fall. Und mein Vater hat früher immer gesagt, was uns nicht umhaut, macht uns stärker. Ja. So. Und das ist definitiv der Fall. Gehen wir gestärkt mit einem hoffentlich großen Lerneffekt aus dieser Zeit in die Zeit. Ja, nach Corona wird es, glaube ich, nicht geben. Wir lernen, mit Corona zu leben, so wie wir mit Tollwut leben und wie wir mit HIV leben und wie wir mit Grippe leben. Es ist einfach ein Virus, der irgendwo immer um uns herum ist. Und wir lernen, uns dagegen zu schützen. Das wird so sein. Davon gehe ich auch aus. Wir werden irgendwann tatsächlich einfach geimpft. Es gibt ja auch genügend Dinge, für die man dann in seinem Leben geimpft wird, wie zum Beispiel Tollwut. Du guckst so schief. Ja, ich weiß, dass man sich gegen Tollwut impfen lassen kann. Aber habe ich nicht getan. Naja, gut, das ist ja dann deine persönliche Entscheidung. Aber es ist möglich, sich gegen Tollwut zu impfen. Das stimmt. So. Ich möchte jetzt auch keine Impfdiskussion vom Zahn brechen. Nein. Der Gedanke war nur, es wird ein Leben mit Covid geben. Und das wird sich in die Reihe der Viruserkrankungen in unserem Leben einreihen müssen, wie alles andere auch. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Ja. Aber das läuft eigentlich im Moment schon ganz gut. Ja. Und eigentlich kann ich auch nur jedem dankbar sein, dass wir Deutschen uns so an die Regeln gehalten haben, dass wir so gut davongekommen sind. Wenn ich mir andere Teile auf der Erde angucke, wie die kämpfen müssen, haben wir es wirklich gut gemacht. Da haben wir wirklich, und gut zusammengearbeitet. Jedem, der sich an die Regeln hält, von mir ein herzliches Dankeschön. Weil damit schützt er sich und mich und dich. Und euch und alle. Ja. Ihr Lieben. Ich finde, das so ein tolles Schlusswort. Wir wünschen euch einen tollen Juli. Ja. Was sind eigentlich eure Lieblings? Ich sag mal Produkte aus dem neuen Jahreskatalog. Schreibt es in die Kommentare, funktioniert aber nur bei YouTube, nicht im Podcast. Nicht, dass sie irgendwie im App Store, wie heißt denn das, bei Podcast Store unten runterschreiben. Ich fände übrigens die Gänseblümchen toll.
Was? Hä? Naja, aber ihr könntet es uns auch in unseren Livestreams verraten. Das stimmt. Heute Abend von 9:30 bis 10:30. Erst bei mir, dann bei Shelly. Aber heute Abend hören sie uns noch nicht. Also jeden Montag von 9:30 bis 10:30. Ungefähr. Manchmal ist die Shelly schneller, manchmal braucht die Shelly länger. Basteln ist eben auch ein bisschen zeitintensiv manchmal. Und unberechenbar. Genau. Wir prokrastinieren. Also, sagen wir jetzt Tschüss. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss.